Die in diesem Video dargestellten Inhalte basieren auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und auf Theorien, die zum heutigen Zeitpunkt als plausibel gelten. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind jedoch kein endgültiger Zustand, sondern entwickeln sich ständig weiter. Neue Beobachtungen, Experimente oder Modelle können bestehende Annahmen jederzeit verändern oder widerlegen. Unsere Vorstellung vom Universum, von Zeit und Realität ist immer nur eine Momentaufnahme unseres Wissens, geprägt durch die Werkzeuge, Messmethoden und Denkmodelle, die uns heute zur Verfügung stehen. Sie beschreibt nicht zwangsläufig die wahre Struktur der Welt, sondern eine Interpretation, die aus menschlicher Perspektive sinnvoll erscheint. Das ist wichtig, sich das nochmal klarzumachen, da einige Erkenntnisse in diesem Video ziemlich absonderlich erscheinen könnten. Die eigentlich interessante Frage der Zeitreiseforschung ist nicht, ob man in die Zukunft reisen kann, sondern ob eine Rückreise in die Vergangenheit möglich wäre. Denn Zukunftsreisen passieren theoretisch schon heute. Wir werden hoffentlich verstehen, warum das so ist. Dieses neue etablierte Verständnis von Zeit ist in der Wissenschaft schon längst angekommen, aber nicht im allgemeinen Alltagsverständnis. Dort ist sie eigentlich auch gar nicht notwendig. Aber für ein entwickelteres Bewusstsein über die Natur und die Welt können diese Erkenntnisse von Bedeutung sein. Fängt man ganz elementar an, um das Wesen der Zeit besser zu verstehen, stellt man sich schnell die einfachste und gleichzeitig schwierigste Frage. Was ist Zeit? Wie will man so etwas fassen, als Wesen, das die Inexistenz von Zeit gar nicht kennt? Ist Zeit überhaupt etwas? Wenn wir auf die Uhr schauen und sehen, wie der Zeiger sich kontinuierlich und erbarmungslos in eine Richtung bewegt, entsteht das Gefühl, als würde da permanent etwas in der Natur ticken. Aber ist es vielleicht nur ein notwendiges, eingeführtes Hilfskonstrukt, um Veränderungen zu beschreiben? Damit ist nicht gemeint, dass wir den allgemeinen Lebensprozess überwinden und ewig jung bleiben können oder ähnliches. Nein, diese Prozesse sind real. Aber es ist dennoch interessant, sich die Frage zu stellen, ob Zeit als fundamentale Größe in der Natur überhaupt enthalten ist. Man muss vielleicht kurz einen Moment darüber nachdenken. Wie dem auch sei, die heutige Relativitätstheorie, mit der wir die Welt erklären können, arbeitet damit und es klappt gut. Und was bleibt uns anderes übrig, als diese gewöhnliche Definition von Zeit im weiteren Verlauf des Videos zu verwenden? Erst einmal ist etwas sehr Wichtiges zu verstehen. Zeit ist relativ. Vor Einstein dachte man, dass Zeit universell ist, überall gleich und unabhängig vom Beobachter. Aber wir wissen heute etwas Spektakuläres. Zeit hängt ab von der Geschwindigkeit des Beobachters und der Stärke des Gravitationsfeldes. Es gibt also keine absolute Uhr, die überall gleich tickt. Damit gibt es auch kein universelles Jetzt. Es gibt keinen normalen natürlichen Fluss der Zeit. Es wird immer relativ zu anderen Objekten gesehen. Der normale Zeitfluss ist bereits eine Reise in die Zukunft, nur eine extrem gleichmäßige und unvermeidbare. Und nur mal vorab, auf der ganzen Erde bemerken wir nichts von diesen Effekten und können noch sorglos von einer einheitlichen Zeit sprechen. Nun aber die Erklärung, wie das genau gemeint ist. Alles im Universum muss hinsichtlich seiner Raum- und Zeitbewegung in Summe die Lichtgeschwindigkeit ergeben. Das ist die universell gültige Geschwindigkeit, die immer erreicht werden muss. Was sich unterscheidet, ist nur, wie diese Geschwindigkeit auf Raum und Zeit aufgeteilt wird. Rein anschaulich, ohne es physikalisch wörtlich zu nehmen, kann man sich das mit der folgenden Gleichung vorstellen. Raumbewegung plus Zeitbewegung gleich Lichtgeschwindigkeit. Die Raumbewegung und die Zeitbewegung zusammen wird auch Raumzeit genannt. Bewegung im Raum und Bewegung in der Zeit stehen also in einem Gegenspiel. Mehr Raumbewegung bedeutet beispielsweise weniger Zeitbewegung. Deswegen sagt man, bewegte Uhren ticken langsamer. Wenn man im Raum komplett stillstehen könnte, würde man sich mit Lichtgeschwindigkeit durch die Zeit bewegen. Das ist aber nicht möglich. Man müsste relativ zum Raum selbst stillstehen. Wie soll das gehen? Würde man sich andererseits mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegen,
würde die Zeit relativ zu einem stehenden Objekt quasi stillstehen. Dieses Zusammenspiel von Raum und Zeit ist Kern der ganzen Theorie und hat die Physik damals auf den Kopf gestellt. Was ist mit Licht selbst? Die Photonen bewegen sich eben mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum. Somit existiert für sie keine Zeit. Das bedeutet, ein Photon, das im Inneren der Sonne entsteht und nach etwa 8 Minuten die Erde erreicht, benötigt aus Sicht eines ruhenden Beobachters genau diese Zeit. Entlang der Bahn des Photons selbst jedoch liegt zwischen Entstehung und Absorption keine messbare Zeitspanne. Emission und Ankunft fallen für das Photon zusammen. Aber nochmal zurück zu den Zukunftsreisen. Für die Astronauten einer modernen Rakete, die mit rund 28.000 km/h im Orbit fliegen, vergeht die Zeit messbar langsamer als für Menschen auf der Erde. Der Unterschied ist winzig, nur wenige Millisekunden pro Jahr, aber er ist real und wurde präzise bestätigt. Das bedeutet, schon heute reisen Menschen technisch gesehen minimal in die Zukunft, allein durch hohe Geschwindigkeit. Richtig spürbar wird es erst bei enormen Geschwindigkeiten. Stell dir vor, es gibt die Zwillinge A und B. B fliegt zum Stern in 4 Lichtjahren Entfernung. Angenommen, sein Raumschiff bewegt sich mit 0,8 c, das heißt 80% der Lichtgeschwindigkeit. Für Person A auf der Erde dauert die Hin- und Rückreise 10 Jahre. Für Person B vergeht durch Zeitdilatation nur etwa 6 Jahre. Person B landet wieder auf der Erde. Person A ist 10 Jahre älter, Person B nur 6 Jahre. Obwohl sie Zwillinge sind, hat Person B weniger Zeit erlebt. Mit relativistischer Zeitdilatation kann man praktisch beliebig weit in die Zukunft reisen, je näher man sich der Lichtgeschwindigkeit annähert. Ebenso treten solche Effekte durch Gravitationsfelder auf. Je stärker das Gravitationsfeld, desto langsamer vergeht die Zeit. Eine Uhr am Boden eines massereichen Planeten geht langsamer als eine Uhr weit entfernt im Weltraum. Der Effekt ist im Alltag winzig, wieder Millisekunden pro Jahr, aber bei extrem massereichen Objekten wie schwarzen Löchern wird er riesig. Die große offene Frage bleibt jedoch, ob es jemals möglich sein wird, den umgekehrten Weg zu gehen und in die Vergangenheit zurückzukehren. Ist das zumindest theoretisch möglich? 1949 entdeckte der Mathematiker Kurt Gödel, dass Albert Einsteins Feldgleichungen unter bestimmten Voraussetzungen sogenannte geschlossene Zeitkurven, Closed Time-like Curves, zulassen, indem theoretisch das Zurückkehren eines Objekts in seine eigene Vergangenheit erlaubt ist. Die Gleichungen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ließen solche Universen zu, in denen diese Zeitschleifen möglich sind. Anschaulich bedeutet das, Zeit ist nicht zwingend linear wie eine marschierende Soldatenreihe, sondern kann in bestimmten mathematischen Modellen auch wie ein Kreis organisiert sein, in dem vorher und nachher nicht eindeutig getrennt sind. Aber was hierbei sehr wichtig ist, Gödels Universum rotiert und dehnt sich nicht aus. Unser Universum hingegen expandiert und zeigt nach heutigen Messungen keine nennenswerte globale Rotation. Eine messbare Rotation würde charakteristische Temperaturunterschiede in der kosmischen Hintergrundstrahlung verursachen. Beobachtungen zeigen jedoch nur extrem geringe Schwankungen. Falls unser Universum rotiert, dann also extrem langsam. Für Gödelartige Zeitschleifen müsste das Universum mindestens 1 Million Mal schneller rotieren. Daher gelten solche Zeitreisen in unserem Universum als praktisch ausgeschlossen. Gödel bewies aber, dass geschlossene Zeitlinien innerhalb der allgemeinen Relativitätstheorie grundsätzlich möglich und physikalisch konsistent sind. Dies widersprach Einsteins ursprünglicher Überzeugung und erschütterte ihn nachhaltig. Was passiert, wenn Teilchen sich schneller als die Lichtgeschwindigkeit bewegen könnten? Superluminale Teilchen, sogenannte Tachyonen, sind bisher in der Physik umstrittene Teilchen, die sich hypothetisch schneller als Licht bewegen könnten. Würde ein Teilchen diese Grenze überschreiten, könnten theoretisch Ereignisse in die Vergangenheit zugänglich werden.
Stell dir vor, Person A sendet ein überlichtschnelles Signal an B. Im System von A und B ist Ursache und Wirkung noch normal. Senden, empfangen, aber eben zu einer extrem hohen Geschwindigkeit. Person C bewege sich relativ zu A. Im System von C geschieht das Empfangen vor dem Senden. Das Signal kommt also an, bevor es abgeschickt wurde. Tachyonen müssten eine imaginäre Masse haben und würden Energie verlieren, wenn sie beschleunigen. Bisher gibt es keine experimentellen Beweise für ihre Existenz. Wenn man den Schritt erst einmal geht und die Existenz solcher theoretischen Reisen in die Vergangenheit akzeptiert, dann gibt es selbst in der Theorie die berühmten Paradoxien, wie zum Beispiel das Großvaterparadoxon, die das Konzept seit Jahrzehnten höchst problematisch erscheinen lassen. Ein aktuelles Fachpapier soll aber nun zeigen, dass eine solche Zeitreise in die Vergangenheit zumindest mathematisch widerspruchsfrei möglich ist. Die zentrale Erkenntnis der Autoren Tobar und Costa lautet: Solange nur zwei entscheidende Elemente eines Zeitreiseszenarios in der richtigen kausalen Reihenfolge bleiben, kann der Rest völlig frei verlaufen. Zeitreisen können sowohl deterministisch als auch mit echter Entscheidungsfreiheit vereinbar sein. Costa erklärt das mit einem einfachen Beispiel. Stell dir vor, du reist in die Vergangenheit zurück, um den allerersten Infizierten einer heutigen Pandemie daran zu hindern, das Virus aufzunehmen. Wenn es dir gelingen würde, ihn zu schützen, gäbe es später gar keinen Grund mehr, in die Vergangenheit zu reisen, denn ohne Pandemie gäbe es keine Mission. Das wäre ein klassisches Paradoxon. Denn es würde bedeuten, dass du zwar zurückreisen kannst, aber keine Handlung durchführen dürftest, die den eigenen Reisegrund auslöscht. In der Welt der Quantenphysik übrigens gibt es dafür einen Ausweg, da die Vorgänge der Teilchen mit Wahrscheinlichkeiten beschrieben werden. Die infizierte Person wäre trotz einer Verhinderung der Ansteckung in einem kleinen Teil der Wahrscheinlichkeitsverteilung weiterhin infiziert. In der klassischen Physik und damit in unserer makroskopischen Realität ist eine solche Mehrdeutigkeit jedoch nicht vorgesehen. Doch die Studie zeigt einen anderen Weg. In ihrem Modell passt sich die Ereigniskette einfach an, sodass kein Paradoxon entstehen kann. Tobar beschreibt es so: Vielleicht verhinderst du zwar die Infektion von Patient Zero, wirst aber stattdessen selbst infiziert oder eine andere Person übernimmt ungewollt diese Rolle. Wie auch immer du handelst, die zentralen Geschehnisse richten sich so aus, dass der Ablauf wieder konsistent bleibt. Es ist, als würde das Universum sicherstellen, dass die wichtigen Ereignisse immer eintreten, egal was du versuchst. Die Schlussfolgerungen solcher Fachpapiere sollten mit Vorsicht interpretiert werden, da wir uns ohnehin in einer sehr hypothetischen Ebene befinden. Alles spricht dafür, dass unsere Grenzen zunächst so gesetzt sind, dass wir das Geschehene nicht verändern können. Selbst wenn es theoretisch möglich wäre, Ereignisse aus der Vergangenheit rückgängig zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass die Menschheit sich vorher selbst einschränkt oder auslöscht, bevor eine Technologie überhaupt in der Lage wäre, Zeitreisen praktisch umzusetzen. Hinzu kommt die Frage, ob es überhaupt in unserer Macht liegt, Ereignisse der Vergangenheit zu beeinflussen. Spürbarere Zukunftsreisen könnten in ferner Zukunft vielleicht möglich sein. Die Vergangenheit jedoch bleibt damit weitgehend unerreichbar. Eine Realität, die uns vielleicht dazu motiviert, unsere Gegenwart bewusster zu leben. Auch wenn das die meisten wohl ungern hören, Zeitreisen in die Vergangenheit bleiben damit ein faszinierendes Gedankenspiel. Wissenschaftlich spannend, praktisch aber höchstwahrscheinlich unerreichbar.